Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Play Pokémon Y. Im letzten Part haben wir die Route zwischen Petrovia und Reliviera City erfolgreich durchkämmt. Und nun sind wir hier angekommen in Reliviera City, haben uns unser Fahrrad abgeholt, auf dem wir gerade sitzen, haben uns die Stadt ein bisschen mal angeguckt hier, konnten die Geolink-Höhle ein bisschen erforschen und haben vor allem Stärke erhalten vom Arenaleiter. Und natürlich Zeit, die einsetzen zu können. Das geht natürlich nur, wenn wir den Arena-Orden haben und den wollen wir uns heute holen. Obwohl ich nicht glaube, dass ich heute schon damit fertig werde. Aber betreten wir doch erstmal die Reliviera Arena. Ja. Und ich muss sagen, die ist echt verdammt geil gemacht. Eine einzige Bergsteigertour hier heute. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? In dieser Arena dreht sich alles um Pokémon vom Typ Gestein. Die sind unter anderem im Nachteil gegenüber Stahl- und Wasser-Pokémon. Es ist fast schon niedlich, gegen wie viele Pokémon-Typen die Gesteins-Pokémon sich schwer tun. Untersuche von den blauen Feldern aus die Steilwände, um dich an ihnen nach oben, unten, links und rechts zu bewegen. Nur so gelangst du zum Arenaleiter. Gut, man kann hier die Stelle nutzen, man kann auch da die Stelle nutzen. Man kann hier von überall lang kommen und was ist hier? Ein richtig geiler Wasserfall. Den möchte ich mir natürlich mit euch ansehen. Hallo? Na? Na? Schön, oder? Oder nicht? Natürlich. So, nein, ich wollte nicht nochmal. Wir haben uns übrigens auch... Mein Gott. Wir haben uns übrigens auch umgezogen. Das könnte man vielleicht schon sehen. Eine neue Tasche. Und ein neues Oberteil und so weiter. Das sieht auch schick aus. Und ich würde sagen, wir steigen mal nach oben. Wir sind ja Meisterkletterer. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Wer möchte denn besiegt werden? Ich gucke gerade mal, wer vorne ist. Ryan, ne? Ja, sehr gut. Ryan und Luke werden hier hoffentlich glänzen in der Arena. Dann zeigt mal, was ihr könnt. Ich bin so kaputt vom Training und Klettern, dass ich erstmal eine kurze Verschnaufpause brauche. Die werde ich dir nicht geben, mein Freund. Da kannst du dir sicher sein. Deine zwei Pokémon sind gleich weggeboostet. Antonio, mit einem Litumi fängst du an. Käfergestein, das will mir gar nicht mehr so richtig gefallen. Weil Pflanze wäre zwar auf Gestein effektiv, deswegen will ich Ryan ja einsetzen, aber gegen Käfer nicht. Das ist dann wiederum blöd. Ich kann trotzdem mal gucken, wie viel Schaden du machst. Das kann ich mir ungefähr mal abschätzen. Natürlich wehrst du die Attacke ab. Mit einer Chance von 5%. Rasierblatt trifft mit einer Chance von 95%. Logischerweise. Und natürlich weißt du aus. Und das ist jetzt blöd, dass du die so oft triffst. Dann wechsle ich doch lieber aus. Felswurf ist mir zu gefährlich. So. Du darfst auch mal wieder in Aktion treten, Luke. Warst du schon länger nicht mehr draußen, muss ich sagen. Also dann. Ja. Du darfst auch mal daneben zielen. Das ist auch gut. Aquawelle. Und theoretisch dürfte das ausreichen, ne? Ah, ach, du hast Robustheit. Stimmt, das habe ich vergessen. Du hast Robustheit. Ganz, ganz gefährliche Fähigkeit hier. Die ist aber sehr gut geworden mittlerweile. Das heißt, Eintreffer-KO-Attacken wirken nicht. Soll heißen, man kann ihn nicht mit einem Schlag besiegen. Und ich habe meinen Bildschirm angespuckt. So. Ruckzucki reicht aus. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass wir schnell genug sind, um heute zum Arenaleiter zu kommen. Aber vielleicht haben wir Glück und wir schaffen es im nächsten Part. So, Redekart von Typ Gesteinwasser. Da muss ich ja zu Ryan wechseln. Der ist zwar gut in der Verteidigung, aber immer noch vielfach anfällig für Pflanzenattacken. Da muss Rasierblatt hoffentlich gut Schaden machen. Ich glaube auch vorher werde ich mal Schlafpuder einsetzen, damit du mich nicht immer nervst. Schlafpuder! Nein! Der macht genau das, was ich auch vorhatte. Nur in einer anderen Form. So, jetzt stehst du erstmal. Ich möchte Ryan aber die Erfahrungspunkte geben und die nicht irgendwie teilen. Das heißt, du machst erstmal Rasierblatt. Ich glaube nicht, dass es ausreichen wird. Dann kann ich dich mit Aufwecke immerhin aufwecken. Später, wenn du eingeschlafen bist durch Gena. Rasierblatt! So, vierfach effektiv. Macht aber nicht mal die Hälfte Schaden, weil es einfach eine verdammt hohe Verteidigung hat, das Relikant. Ich glaube auch, der Spezialangriff von unserem Freund hier wäre ein bisschen stärker als der normale Angriff, deswegen macht Rasierblatt auch nicht so viel Schaden. So, Ryan, wach auf. Tada, und du bist wach. So, du schläfst noch, das ist sehr gut. Und Rasierblatt hat eine erhöhte Volltrefferquote, wie einige von euch wissen. Vielleicht haben wir Glück und der Effekt kann endlich eintreten, dann dürfte es auf jeden Fall ausreichen. Oder der Zufallswert möchte heute mal uns zeigen, wie nett wir sind, aber... Oder wie nett es ist, aber das funktioniert anscheinend nicht. Redekant ist aufgewacht und macht nochmal Gene, aber es ist mir vollkommen egal, denn jetzt bist du K.O. Weil Rasierblatt trifft. Sehr gut. Du bist weg vom Fenster und Ryan schläft nicht ein. Sehr gut. Das wäre geklärt. So, und Level 22 für dich. Umso besser. Das gefällt mir doch. So.
Antonio, Trainerhoffnung besiegt. Ich bin total kaputt, aber im positiven Sinne. Ja, jetzt auf jeden Fall. Denn da du keine Pokémon hast, hast du ein Problem. Ach, das sind beides die gleichen Wege. Das heißt, wir hätten jeden wählen können. Wir wären auf jeden Fall hier gelandet. Wo geht's denn dahin? Ich glaube, hier geht's nicht lang. Deswegen nehme ich mal den Weg. Ich möchte ja alle Trainer mal besiegen. Ich will Erfahrungspunkte haben. So. Gehe ich da wieder nach unten? Das wäre blöd. Ich glaube schon, ne? Lande ich dann wieder unten oder kann ich einmal rumlaufen? Hier geht's übrigens wieder ganz schnell nach unten. Kann ich hier nach oben laufen? Da ist ein Trainer. Ich kann hier mehrmals rumlaufen. Das finde ich sehr interessant. Dann nehme ich dich jetzt nochmal mit. Ich glaube nicht, dass wir heute fertig werden. Die haben hier viele Trainer. Oh, der Wanderer, der wackelt aber ganz schön lang. Also gut, ich bin bereit. Mal sehen, ob du da eine Schwäche in meiner Verteidigung findest. Wir werden sehen, mein Freund. Ich glaube, deine Gesteins-Pokémon haben da kaum Chancen. Vor allem, weil du nur eins hast, Lorenz. Kiesling. Gut, dieses Pokémon hat sehr wahrscheinlich auch Robustheit. Ich bin mir sogar sicher, dass du Robustheit hast. Trotzdem kann Ryan hier ordentlich punkten. So, Rasierblatt. Obwohl ich natürlich auch Schlafpuder einsetzen können. Aber ich glaube, das ist verschwendete Zeit, oder? Naja, Kopfnuss. Ja, ich hätte doch lieber Schlafpuder einsetzen sollen. Komm schon, triff. Sehr gut. Ich nutze mal kurz die Chance, um Ryan zu heilen, glaube ich. Weil der nächste Kopfnuss dürfte ausreichen. Das war riskant von mir, denn Schlafpuder hätte immer noch daneben gehen können. Und wäre dann die Kopfnuss gekommen, dann wäre Ryan besiegt. Das gefällt mir nicht. So, einen... Nicht einen ganz normalen Trank. Ich liebe ihm erstmal einen ganz normalen Trank. Gut, dass ich schon Supertränke gekauft habe. Die sind nämlich tatsächlich nötig. Gut. Und das wär's für dich, Ryan. Und dann kannst du gleich nochmal reinhauen. Ich hoffe, das Rasierblatt, was auch immer, wird ausreichen, aber tut's nicht. Du schläfst noch, das ist gut. Das heißt, du wachst nicht mehr so schnell auf. Vor allen Dingen, wenn ich dich jetzt K.O. haue. Gut. Ja, wenn jetzt der Volltreffer kommt, das wäre auch witzig. Nee, natürlich nicht. Ist ja auch egal. Robustheit hat nicht gewirkt, weil ich mehr als zwei Angriffe brauchte, um es zu besiegen. Gut. Ah, bei einem Kampf greift man auch an, wenn man keine Schwäche beim Gegner findet. Ja, natürlich. Aber du hattest einfach die Schwäche, dass dein Pokémon nicht mehr angreifen kann, wenn du schläfst. Das ist dein großes Problem. So, weiter geht's. Da ist noch ein Trainer. Die besiegen wir natürlich auch. Nur jenen, die reinen Herzen sind, gelingt es, die Reliquiera-Arena zu erklimmen. Und die relativ starke Pokémon haben und der auch im Pokémon-Kampf ganz gut sind, würde ich sagen. Cosima. Mit Sonnenfehl, okay. Interessant. Und das gefällt mir gar nicht mal so wirklich. Ein Psycho ist effektiv auf Gift. Und Ryan ist ja zum Teil auch ein Gift-Pokémon. Wahrscheinlich kommt gleich so eine Psywille. Oder so eine ähnliche Attacke. Ich hole deswegen mal Luke rein. Schade, dass der nicht vom Typ Unlicht ist, noch schon. Erst als Quajutsu wird es soweit sein. Es kommt tatsächlich eine Psywille. Tja, Amphissel ist der... Oh, das war der stärkere Schaden. Tja, Amphissel ist noch vom Typ Wasser, aber Quajutsu, die Weiterentwicklung, wäre schon vom Typ Wasser Unlicht. Das heißt, er wäre immun gewesen gegen die Psywille und sämtliche andere Psycho-Attacken. Es wäre praktisch gewesen, aber es ging leider nicht anders. Level 25 für Luke. Sehr gut. So. Wo geht's weiter? Mit Lunastein, das hätte ich mir denken können. Das perfekte Gegenstück. Wir sollten schneller sein eigentlich. Und da die Aquawelle eben bei Sonnenfehl schon ausgereicht hat, dürfte sie bei dir doch auch ausreichen, oder? Komm schon, die reicht doch aus, oder nicht? Natürlich. Tschüss, Lunastein. Alles klar. Dann müssen wir das Ganze mal schnell klären, weil Ryan hätte Probleme gehabt mit den Psywellen. Diese Arena hat nur auf dich und dein Team gewartet. Ja, ich bin reinen Herzens, natürlich. Wie alle anderen. Na, ist ja auch egal. Meine Pokémon halten zu mir. Geht's da nach... Nee, da geht's nicht mehr weiter. So, wo komme ich jetzt hier hin? War ich hier schon? Wo zumindest in der Nähe? Da ist wieder ein neuer Wanderer. Dann komme ich, glaube ich, schon zur... Da bin ich schon da, ne? Dann bin ich am Ziel. Klettern und Pokémon-Kämpfe sind Denksport. Alles eine Frage der Logik. Obwohl, ja, bei Pokémon hängt leider auch schon so eine Menge Glück dabei. Drin. Das ist das große Problem, wie ich finde. Also ein bisschen zu viel Glück manchmal. Hallo Rihorn. Du als Gesteinbogen-Pokémon hast ja nicht allzu große Chancen, sowohl gegen die Pflanzenattacken von Ryan als auch gegen die Wasserattacken von Luke. Vielfach reflektiv und so. Und das tut weh. Und das reicht leider auch nicht. Und da ist die TM, die ich gerne haben möchte. Und das ist blöd. Ich hoffe, ich bin trotzdem schneller, obwohl jetzt die Init gesenkt worden ist. Ah, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Ich werde trotzdem mal Supertrank einsetzen. Supertrank.
rettet hier und dort überall. Er ist für dich da, wenn du sie brauchst. Naja, auch egal. So, du hast ja auch bald schon Level Up, das finde ich umso besser. Schmier Felsgrab. Das hat der Weg getan und nochmal in den Drop. Jetzt bin ich definitiv langsamer, da bin ich mir schon fast sicher. Nee, immer noch nicht. Oh, okay. Mein Inventar wurde jetzt eigentlich halbiert, da ich zweimal einen Drop bekommen habe. Und trotzdem bin ich schneller als Rihorn. Das finde ich natürlich positiv. Sehr interessant und Level 23 für Ryan. Kriegst eine neue Attacke. Lockduft, okay. Die brauchst du auf jeden Fall nicht. Das ist der Schneider ja sogar noch besser. Nicht gelernt. So, nass genäht. Ein reines Gesteins-Pokémon. Das Schöne ist natürlich für die Arena, dass wir jetzt mit Ryan einen physischen Angreifer haben. Och, bitte nicht, keine Donnerwelle. Und mit Amphizel, also mit Luke, haben wir einen speziellen Angreifer. Damit haben wir für alles was. Die Sache ist nur, ich kenne natürlich die Pokémon des Arena-Leiters. Das sind zufällig die beiden Fossilien, die wir uns hätten auswählen können. Oder zumindest eins der beiden. Das ist natürlich ein Volltreffer, super. Die Frage ist, wie gehe ich da am besten vor? Weil das eine ist von Typ Gestein-Eis. Der Typ ist gar nicht mal so schlecht. Und das könnte wehtun jetzt. Oder auch nicht. Sehr gut, ich kam durch die Paralyse durch. Und das reicht für dich. Ich werde auf jeden Fall noch zurückgehen und mein Pokémon-Team heilen. Dann werde ich heute wohl vielleicht den Kampf anfangen, aber nicht zu Ende bringen. Ah, ja. Ich glaube, wir könnten... Obwohl, mit Paralyse sind wir dann noch schneller. Ich glaube nicht. Wir haben jetzt doppelt in den Drop von Rihorn. Ist er noch im Kampf drin gewesen. Dann haben wir die Paralyse. Wir sind definitiv langsamer. Und das tut weh. Die ganzen Volltreffer. Und natürlich muss jetzt die Paralyse wirken. Na, lass mich in Ruhe. Vor allem kann ich jetzt nicht auswechseln. Das ist jetzt blöd. Ich glaube, ich muss dich dann tatsächlich opfern. Ja, keine andere Wahl. Weil ich wollte jetzt kein Item noch weiter verschwenden. Das hat zu lange gedauert. Und wegen Klammergriff konnte ich nicht auswechseln. So, Luke, dann komm mal raus. Du bist ja auch schon geschwächt, leider. Deswegen konnte ich dich nicht einfach einwechseln. Aquawelle. Und das reicht aus. Denn du bist auch von Typ Gesteinboden, genauso wie Rihorn. Und das gefällt dir nicht. Aber auch du hast eher eine erhöhte physische Verteidigung, deswegen macht die Aquawelle umso mehr Schaden. Dieser Kampf war einfach zu hoch für mich. Ja, du solltest nicht so hoch klettern. Du bist schon ziemlich hoch, muss ich sagen, als Wanderer. Sind wir schon da? Ich glaube, ja, ne? Wir sind tatsächlich schon da beim Arenaleiter. Da ist er. Ich glaube, ich gehe mal kurz nach oben und lade gleich wieder runter. Hallo und tschüss, Lino. Und dann geht's wieder runter. Und dann muss ich nochmal gucken, ob ich irgendeinen Trainer übersehen habe. So, einmal hier runterdüsen. Hier sind wir schon lang gegangen, meine ich. Da war der eine, da war die. Wir sind schon einmal hier lang gegangen, okay. Hier waren wir auch. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Hier bin ich schon lang gegangen. Ich wollte den anderen Weg noch gehen. Ich weiß nicht, ob wir dann was aus... irgendwie was ausgelassen haben oder irgendwas anderes. Das hier war noch zu Anfang. Ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Ich denke mal, ja. So, dann gucken wir mal. Ich glaube... Oh, das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse, Leute. Wir haben tatsächlich schon alles gesehen. Okay, meine Lieben. Das heißt, ich werde jetzt zurücklatschen zum Pokémon Center. Und dann würde ich mal eiskalt sagen, dann geht's zu Lino, dem zweiten Arenaleiter mit seinen Gestein-Pokémon. Der hat natürlich Amarino und Balgoras. Einmal Gestein-Eis, einmal Gestein-Drache. Die Typen sind gar nicht mal so einfach zu überlisten mit der richtigen Kombination. Das wird nicht einfach. Ich weiß, dass unser Freund Luke, glaube ich, noch die meisten Chancen haben wird. Aber gegen den Drachentyp, der trifft irgendwie nichts effektiv. Außer der Zertrümmerer von Aerodactyl, also von Tyron. Aber Aerodactyl würde ich auf jeden Fall nicht einsetzen im Kampf. Weil der ist anfällig gegenüber Gestein, auch wenn er selbst von Typ Gestein ist. Ja, so ist es. So, einmal zurückgelatscht. Heute werde ich auf jeden Fall nichts weiteres machen können, als die Arena nochmal zu erklimmen. Und dann kann es losgehen. Der zweite Arena-Orden wartet auf uns, dann können wir endlich Stärke einsetzen. Da freue ich mich, dann können wir uns die eine TM holen, die noch auf uns wartet. Jetzt muss ich hier lang, stimmt, rechts ging es ja nicht lang. Okay. Und dann kann es weitergehen. Die nächste Stadt, die... Ja, das ist richtig hier. Die nächste Stadt, die auf uns wartet, ist nämlich Chromlexia. Und da wird es sehr interessant. Das könnt ihr mir glauben. So, ich würde sagen, hier mache ich jetzt mal Schluss. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und dann geht's weiter in der Arena und wir sollten Lino zum Kampf herausfordern. Bis dann und auf Wiedersehen.